Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio Vanilla im Singleplayer. Und ja, in der letzten Runde hatten wir ja als letztes uns überlegt, wo wir hingehen. Und ich habe eben noch mal ein bisschen überlegt. Ich glaube, wir bleiben hier. Ich glaube, wir bleiben genau hier, wo ich jetzt stehe, denn hier bin ich vorhin abgebogen, um das Kupfer nach hier unten zu bringen. Wir könnten eigentlich hier alles aufbauen. Dann haben wir hier schön viel Platz, um alles aufzubauen. Hier hinten haben wir ja dann später auch noch das erste Erdölfeld. Das dürfte das Kupferfeld sein, wa? Das hat mich eben im ersten Augenblick fast so ein bisschen ausgesehen wie unsere erste Alien-Siedlung, die 100 Pro auch noch irgendwann kommen wird, aber jetzt noch nicht. Das heißt, ja, es ist noch nicht viel Zeit vergangen zwischen den zwei Folgen, die ich jetzt hier aufnehme. Ich bin hier gerade in der neuen Aufnahmesitzung. Mal gucken, wie lange ich aufnehmen werde. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. So. Du hast noch zwei. Jetzt hast du wieder 10. Du bist sowieso voll. Ich bin immer voll. So. Schaut's doch schön aus. Ah, ja. Yeah. Ich müsste jetzt wahrscheinlich erstmal zusehen, dass ich mir hier erstmal ein Werkzeug mache. Dann geht es nämlich jetzt erstmal ein bisschen Holzfarmen. So, jetzt habe ich mir ein Abbauwerkzeug gebaut. Jetzt geht das mit dem Holzfarmen und so weiter auch wesentlich schneller. So. Jetzt brauchen wir nämlich ein bisschen Holz, damit wir uns Stromleitungen legen können. Gleich. Will man doch irgendwo bald, ne? Ja. Jetzt möchte ich hier erstmal die halb verdörrten Bäume wegmachen. Dann könnten wir uns rein theoretisch auch schon die erste Lagerkiste anlegen, wo dann zum Beispiel so das überschüssige Holz reinkommt. Die Steine, die wir im Moment noch ein bisschen zu viel haben. Obwohl das wohl in naher Zukunft auch nicht mehr zu viel, sondern eher zu wenig wird. Weil wenn wir dann jetzt anfangen, im etwas größeren Stil zu denken, das heißt industrielle Revolution und so weiter, dann werden wir sehr viele Öfen brauchen. Da kann ich jetzt schon mal anfangen, alles vorzubereiten, indem ich auch ein bisschen was an Stein mitnehme hier, zum Beispiel. So, bum, 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 bum. Beziehungsweise ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie hättet ihr euch entschieden, in welche Richtung hättet ihr euch ausgebaut zum Beispiel. Beziehungsweise habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ja, der erste Fehler, den du gemacht hast. Du lebst. Ja. Halt die Klappe, Kevin. So. Stromleitung da. 15 Stück sollten reichen erst, ne? Bekommt man da dann einen raus oder bekommt man mehrere raus? Ja, man bekommt immer zwei raus, okay.
Ja, dann hätten wir 30 Stück, das reicht erstmal. Beziehungsweise, solange wir noch nicht so viel Strom brauchen, können wir uns auch sehr gerne überlegen, noch eine zweite Dampfmaschine hier hinzupacken. So, Dampfmaschine. Können wir nämlich hergehen. Ja, die ersten Stromleitungen halten halt noch nicht so lang. Oder überbrücken noch nicht eine so große Entfernung. Oh, warte mal, da bräuchte ich gar nicht so weit gehen. Da bräuchte ich gar nicht so weit gehen, Kinder. Könnten wir nämlich hier schon geradeaus gehen? Wie weit ist denn die Kupferversorgung? Gucken wir mal, dass hier. Ah, wunderbar. Das wollte ich wissen. Können wir es nämlich jetzt so machen, dass wir hier alles abbauen lassen, fertig. Und dann wird da oben nämlich ein bisschen wird hier nämlich das erste Mal ein bisschen umgebaut. Und kommt hier. Warte, haben wir denn schon genug hier? Wunderbar. Drei Stück. Einer für Kohle, einer für Eisen, einer für Kupfer. So, wo sind wir denn? Da, diese Richtung. Gut. Bleibt bei den 50, wa? Ja, komm, das lassen wir jetzt noch so lange abarbeiten, bis hier das Kupfer komplett weg ist. Ich glaube, da mache ich euch jetzt einen ganz kurzen Cut rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier weiterbauen können. Denn, ja, ich muss leider zugeben, in solchen Situationen fehlt es mir ein bisschen an Kreativität, wie mir so gern vorgeworfen wird. Sprich, eine Eigenschaft, die vielen Let's Playern heutzutage fehlt. Ich würde jetzt am Anfang erstmal tatsächlich lieber die Klappe halten und gucken, wo unsere wilde Fahrt denn hingeht überhaupt. So, doch du solltest hier weitergehen. So, muss näher ran. Gehen wir näher ran, er ist kürzer als zu denken. So. Aber den hier nehme ich schon mal abbauen. So, hier haben wir das Eisen. Ich will aber als allererstes mal die Kohle haben. Wie eine gute Ehefrau, die will auch immer zuallererst mal die Kohle. Schämen Sie sich, junger Mann.
Einfach nur schämen Sie sich, junger Mann. Ah. So. Ach komm, scheiß drauf. Hab keinen Bock mehr zu warten. Wir legen jetzt los. So, hier haben wir das Eisen, hier haben wir die Kohle. Wie viel Eisenplatten haben wir denn? 100 Stück. Ich brauche nämlich noch Förderbänder. Zumindest mal ein Förderband brauchen wir, das hier nach oben bringt. Und dann hätte ich gerne noch ein Förderband, das hier nach oben bringt. Ups. So, dann können wir nämlich hergehen. Ups. Hier abbiegen. Oh nein. Nein! Nein! Kann ich mit dir noch einen nach oben? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass da Kohle rauskommt und kein Eisen. So, dann können wir nämlich hier jetzt. Bin gerade am Überlegen. Komm, wir machen es einfach so. Wir machen das einfach so. So, dann hier einführen. Jetzt bräuchte ich rein theoretisch noch einen Greifarm. Bin so doof, ne? Ich bin ja eigentlich doof. Wir könnten nämlich jetzt die ersten elektrischen Greifarme hinsetzen. So, und wenn wir jetzt nach hier oben gehen, müssten wir nämlich Strom erzeugen können. Mit diesem Strom machen wir erstmal hier den Felsbrocken weg. Nee, also nicht mit diesem Strom, sondern wir machen jetzt erstmal hier den Felsbrocken weg. So. Was wird hier abgebaut? Eisen. Gut. Was wird hier denn abgebaut? Eisen. Schlecht. Das ist gar nicht Gott. So. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Es gab doch eine Taste zum schnell aufnehmen. War das F? Ja. Also mit F kannst du hier auch Sachen aufnehmen. So wie wir jetzt ein bisschen Material... Ah, wunderbar. Passt ja. Wollte gerade sagen, so wie wir jetzt ein bisschen Material haben, um hier die Kohleproduktion in Gang zu kriegen, sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Habe ich noch eine Kiste? Ja, sehr schön. Sehr schön.
So, und jetzt sieht man auch gleich, warum ich das Ganze so gemacht habe und nicht anders. Denn jetzt haben wir Eisen und Kohle hier auf Halde. Später können wir uns sogar überlegen, ob wir da nicht ein bisschen nach unten gehen. Dass wir das Ganze hier schon anknipsen, zum Beispiel. Beziehungsweise, dass wir hier vielleicht sogar so setzen. Und dann einmal hier auch drumherum gehen. Dann können wir nämlich hier auch direkt die Kohle ranmachen. Werden wir auch machen. Das werden wir auch machen. So, dann gucken wir mal. Hier müssen wir ran. Okay. So. Dann bekommt die Sache jetzt nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Strom. Und hier hätten wir sogar Platz, um eine zweite Kohlemine ranzusetzen. Es ist von daher gut, dass wir jetzt sagen können, erstmal kommt hier die Kohle wieder drauf. Hier können wir ein bisschen erweitern. Ja, wir haben genug Eisen. Gut. Haben wir zumindest mal die Eisenplattenproduktion so ein bisschen automatisiert, wenigstens. So, dann brauchen wir die Produktion von Copacabana. Und früher oder später muss ich mir noch eine Möglichkeit einfallen lassen, wie ich hier Kohle hochbekomme. Ich meine, Mir fällt gerade was ein. Ich bin doch eigentlich manchmal ein bisschen dämlich. Manchmal bin ich ein bisschen dämlich. Vielleicht nur manchmal. So. Dann kommst du dahin. Also. Und rein theoretisch sollte hier jetzt aufgefüllt werden. Und zwar immer dann, wenn ein gewisses Maß unterschritten wird. So, ich sehe es aber jetzt schon kommen. Wir brauchen tonnenweise Fördermänner. Sehe ich jetzt schon kommen. Genau. Das hat seinen Grund, warum ich das hier gerade so komisch baue. Hat alles Hand und Fuß. Das hat alles Hand und Fuß.
So, was sagt denn die Stromproduktion? Also hier seht ihr übrigens gerade eine kleine Übersicht über Stromverbrauch. Das hier ist die Gesamtleistung, wie viel Watt wir insgesamt produzieren und das hier, wie viel gerade gebraucht wird. Das seht ihr, wir brauchen gerade so gut wie keinen Strom. Logo, wir haben auch erst 5, 6 Geräte, die elektrisch laufen. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da irgendwas haben. So, dann machen wir uns jetzt noch ein paar... Erstmal 4 Stück neue Öfen. Das heißt, wir brauchen 8 Arme. Aber nicht kleckern, klotzen. Ich mache gleich 10. So, der Vorteil an dieser Bauweise ist, jetzt kann ich nämlich hier in die Mitte die Strommasten setzen. A, wir sparen ein bisschen Strommasten. B, wenn ich dann später Licht erforscht habe, können wir hier auch locker mal Licht reinsetzen und haben dann auch ein bisschen Licht hier in der ganzen Sache. Wir bekommen hier einen ordentlichen Output an Eisen. Wobei ich mir gerade denke, warum habe ich eigentlich immer mal wieder keine Kiste für Kupfer? So, Eisen kann verbraten werden. Da oben packen wir jetzt noch ein bisschen Kohle rein. Und wenn ich dann so auf die Uhr gucke, muss ich sagen, es ist schon wieder so weit, dass wir weiterziehen. Das heißt, ich mache jetzt für diese Folge auch schon wieder Feierabend. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt die ganze Scheiße, lasst einen Daumen da, lasst ein Sub da oder Abo oder ja, mir eigentlich egal, lasst irgendwas da, auch einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Ist mir eigentlich herzlich egal, was ihr da lasst. Hauptsache ihr lasst was da, denn Fun Fact am Rande, der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben. YouTube ist es nicht wichtig, was kommentiert wird oder was gemacht wird in den Videos, die die Content Creator hochladen, sondern es ist nur wichtig, dass was gemacht wird. So, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Video. Bis dahin, bye bye und tschüss.